Hallo und herzlich willkommen bei Thomas kocht. Wir kochen heute mal wieder indisch und zwar machen wir ein indisches Curry, ein Chicken oder Hähnchen Korma. Das ist ein Schmorgericht. Das Besondere aber ist, neben den schönen Gewürzen, dass es mit Joghurt quasi langsam gesimmert wird. Und im Ergebnis haben wir dann ein super zartes, würziges, aromatisches Fleisch. So, wir legen auch direkt los. Als erstes machen wir die Beilage, nämlich den Reis. Ich habe hier von Reishunger, der Firma Reishunger, einen wunderschönen aromatischen Basmati-Reis. Den werden wir jetzt dämpfen. Dafür geben wir einfach die gewünschte Menge in eine Schale, Schüssel. Ich nehme jetzt mal 2 Becher. Den Reis, den wasche ich erstmal gründlich, damit überschüssige Stärke weggeht und der Reis nachher nicht zu klebrig wird. 2-mal reicht hier in der Regel und dann das Wasser wieder gut abgießen. So, dann fülle ich meinen Reis hier in dieses Reiskochergefäß und gebe die 1,5-fache Menge an Wasser dazu. Also in dem Fall 2 Becher Reis und 3 Becher Wasser. So, dann packe ich meinen Reis hier in diesen Reiskocher, Deckel zu. Und jetzt habe ich verschiedene Optionen hier. Dann gehe ich auf Fein, weißer Reis, dann drücke ich nur Start und den Rest erledigt das Gerät für mich. Der große Vorteil, den ein Reiskocher hat, ist, dass der Reis immer perfekt wird. Es brennt nichts an und besonders bei diesem Reiskocher, der fängt mit niedriger Temperatur an und so steigert er sich ein bisschen hoch und so haben wir das perfekte Ergebnis jedes Mal. Ganz einfach. Und jetzt bekommt ihr mit dem Code REISTHOMAS auch noch ein kleines Geschenk dazu. Ihr könnt 1 von 4 Geschenken auswählen, ab einem Bestellwert von 25 € bei Reishunger. So, und jetzt geht's weiter. Für unser Garam Masala oder Korma Masala, wie man es in dem Fall nennen würde, ein Masala ist nichts anderes als eine Gewürzmischung, habe ich hier in dem Fall 1 Teelöffel Kreuzkümmel oder Kumin, 1 Teelöffel Koriander, 5 Kardamomkapseln, kleines bisschen Zimtrinde, 3-4 Nelken, 15 Pfefferkörner und 1/2 Teelöffel Fenchelsamen. Man könnte diese Mischung auch fertig kaufen. Masala gibt es eigentlich fast in jedem Gewürz oder auch in jedem Supermarkt zu kaufen. Selbstgemacht schmeckt es aber nochmal deutlich besser und aromatischer und es ist auch nicht schwer. Die Gewürze, die gebe ich jetzt erstmal in eine Pfanne und röste sie an ohne Fett. Einfach, bis sie schön aromatisch duften. So, das geht wirklich schnell und dann geben wir die direkt raus in unseren Mörser oder wenn ihr habt, so eine Gewürzmühle, eine elektrische. Und dann machen wir das schön klein. Die Kardamomschalen, die könnt ihr an der Stelle rauslesen. Duftet wirklich schon herrlich. So, was brauchen wir denn noch? Ich habe hier 2 Zwiebeln, ein paar Scheiben Ingwer, 2 Knoblauchzehen und dann habe ich hier 2 Hühnchenkeulen plus eine Brust und ein paar Flügel. Also ich habe ein ganzes Hähnchen zerlegt. Eine Brust habe ich noch aufgehoben. Dann habe ich hier etwa 100 Gramm Naturjoghurt. Hier sind ein paar Cashewnüsse drin. Ihr könntet auch Mandeln nehmen. Etwas Pflanzenöl zum Braten, ein klein bisschen Pfeffer und dann brauchen wir nochmal ein paar Gewürze, 2 Lorbeerblätter, nochmal Zimt, kleines Stück Zimt, 3 Kardamomkapseln nochmal und 3 Nelken, Salz, Chilipulver nach Geschmack. Ich habe hier 1/2 Teelöffel, wer es ein bisschen schärfer mag, nimmt 1 und ein wenig Kurkuma. Die Zwiebeln schneide ich in feine Streifen. Könnt ihr auch quer runterschneiden. Beim Ingwer gibt es einen kleinen Trick. Ich habe den jetzt in etwa 1/2 Zentimeter dicke Scheiben geschnitten. Mit dem Messerrücken kräftig draufhauen. Und schon haben wir die Fasern zerstört. Und wir haben schönen, feinen Ingwer. Gleiches funktioniert auch mit dem Knoblauch. So, wir fangen erstmal an mit einem großzügigen Schluck Öl. Dann könnt ihr Pflanzenöl nehmen, Rapsöl, Sonnenblumenöl, Erdnussöl,
oder geklärte Butter. Und wir frittieren dann die Zwiebeln, deswegen nicht zu geizig sein mit dem Öl. Die Zwiebeln wollen wir jetzt langsam schön braun frittieren. Das ist ganz wichtig für den Geschmack von einem Korma. Das wird ein paar Minuten dauern, lasst euch Zeit dabei, damit sie nicht verbrennen. Und wenn sie so aussehen, dann können wir sie schon rausnehmen. Ihr könnt sie so wie ich auf ein Sieb geben oder auf einen Teller mit einem Küchenpapier und abtropfen. Ich gieße hier ein klein bisschen Öl ab, damit wir nicht zu viel Öl haben, aber es sollte auch nicht zu wenig in der Pfanne sein. Dann gebe ich meine ganzen Gewürze dazu, erhitze sie auch für ein paar Sekunden mit, dass sie schön duften. Und dann kann mein Ingwer und mein Knoblauch dazu. Und jetzt muss es schnell gehen, damit er nicht verbrennt. Kurz erhitzen und dann gehen wir sofort unser Hähnchen mit rein, denn sonst würde uns der Knoblauch anbrennen. So, dann rühren wir das Ganze kurz um und wenden die Hähnchenteile ein bisschen darin. Und jetzt wird das Hähnchen ganz, ganz langsam angebrutzelt mit Deckel, geschmort, damit es langsam gar wird. Wichtig zwischendrin immer mal drehen, damit es nicht zu dunkel wird. Gegebenenfalls die Temperatur nochmal runterdrehen. So, nach ein paar Minuten können dann auch schon die Gewürze mit dazu. Mein Chili, mein Kurkuma. Entsalzen können wir es jetzt ebenfalls. Guten halben bis einen Teelöffel, je nach Menge Fleisch, die ihr da habt. Die Hähnchenteile schön wenden in den Gewürzen. Deckel wieder drauf geben und weiterschmoren. So, weiter geht's mit unseren Cashewkernen. Ich nehme jetzt hier eine knappe Handvoll und mahle die erstmal. Ja, knappe Handvoll ist wahrscheinlich übertrieben, eher so 20 Stück. So, dann kommen meine Zwiebeln ins Spiel. Die mische ich hier mit dem Joghurt und währenddessen kocht mein Hähnchen nur ganz, ganz langsam vor sich hin, also niedrige Stufe, damit das wirklich langsam gar ziehen kann und nicht verbrennt. So, die geben wir damit rein. Und nochmal mixen. Wenn es zu dick ist, dann gebt ruhig einen Schluck Wasser mit dazu. Wenn ihr Angst habt, dass euch das Curry anbrennt, dann gebt ruhig einen Schluck Wasser mit dazu. Dann kann gar nichts mehr passieren. So. Ah, das sieht schon sehr gut aus. Wichtig ist bei dem Curry, dass wir, bevor wir unseren Joghurt dazugeben, das Fleisch zu 95% ungefähr wirklich gar ist. Denn wir wollen den Joghurt nicht lange kochen, denn sonst trennt er sich. Ganz wichtig. Ich spüle das Gefäß dann noch ein bisschen mit Wasser aus. Herrlicher Duft. Jetzt kommt auch mein Garam Masala dazu. Dann nehme ich hier so einen guten Teelöffel nochmal. Kleinen Schuss Wasser noch. Wenn ihr das riechen könntet, unglaublich. Nochmal kurz den Deckel drauf und dann simmern wir das nochmal ganz, ganz leicht, etwa 5 Minuten. So, und fertig ist unser Curry. Es ist ein bisschen aufwendig, aber der Aufwand lohnt sich allemal. Schaut euch das an. Ein Traum. Mein Reis ist perfekt. Wird schon seit einer Zeit warm gehalten. So, den gebe ich mir jetzt auf meinen Teller. Ah, duftet auch herrlich, dieser Basmati. Dann geht mein wunderschönes Curry da drauf. Oh, das ist echt ein Traum. Soße schön darüber. Und wer möchte, kann jetzt noch ein paar Cashewkerne drauf geben. Getoastet. Und ein bisschen Koriander. So, jetzt kommt mein Lieblingsteil, das Probieren. Butterweich das Hähnchen. Super saftiges Fleisch.
Absolutes Traumgericht. Muss man wirklich nachkochen. Das ist einfach wahnsinnig aromatisch. Also wirklich, wirklich gut. So, und wenn ihr sagt, das ist mir zu aufwendig, aber ich möchte es trotzdem mal probieren, dann gibt es von Reishunger auch eine fertige Korma-Currypaste, wenn es mal schnell gehen soll. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich konnte euch Hunger und Appetit machen. Kocht das nach. Und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer, wenn ihr mir einen Daumen hoch da lasst. Schreibt euer Feedback in die Kommentare. Und damit sage ich Tschüss, viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.